Der macht einem nicht mal was. Er liegt bloß da. Wow. Und da ist der zweite. Versucht Sturzangriff. Aber die Drachen, sie geben erst einmal gut Seelen. Und ich glaube, sie droppen auch besondere Sachen. Ja. Genau, immer hinterm Drachen aufhalten, dann kann sein Biss uns auch nichts anhaben. Weil so gut nach hinten beißen kann er dann auch nicht. Nur wenn er tritt, müssen wir aufpassen, genau. Und uns dauernd treffen lassen. Danke, dass du auch mal in die richtige Richtung stichst. Sagen wir so, sehen kriegen wir nicht viel von ihnen. So. Dafür droppen sie halt Zauber und Gegenstände. Wir haben ja zum Beispiel den Feuerquarzring plus 2 nur dank denen gekriegt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, da unten war ein Gegner. Gehen wir einfach mal aufs Ganze. Seele eines tapferen Kriegers. Und Pharos Wahrheitsverkünder. Ja, aber dafür ist hier... Gelobt sei die Sonne, ja, auf jeden Fall. Dafür ist hier halt eine Sackgasse. Das heißt, wenn wir wieder weiter wollen, dann müssen wir uns zurückporten. Aber gut, das ist ja jetzt kein Problem. Den Weg noch einmal abzugehen, das kriegen wir ja hin. Die beiden Explodierenden können wir ignorieren. So, Sharon respawnt hier ja nicht. Was unser Glücksfall ist. So, die drei haben wir leicht ausgeschalten. Den auch. Das, was da oben ist, können wir in Ruhe lassen. Die beiden ausschalten. Und ich hätte rasten sollen. Fällt mir gerade so auf. Oh, ein Goldharz. So. Die drei wieder weg.
weg. Du weg. Du explodierst, das ist okay. Das war daneben. Das war getroffen. So, und jetzt müssen wir hier unten weiter. Nicht wieder darunter zu dem, sondern unten durch den Durchgang hier. Und wir landen hier. Da oben wäre noch eine Echse. Die können wir allerdings getrost ignorieren. So, so. Ring des bösen Auges plus 1. Und ein Blutungsstein. Versucht rollen, ja. Versucht rollen findet er nicht gut. Wie gesagt, immer versuchen, hinter dem Drachen zu bleiben. Vor allem, wenn er mit dem Schwanz rumschlägt. Kriegen wir ihn ganz gut. Sein Schwanzangriff, nämlich also der horizontale von links nach rechts. Dem kann man eigentlich recht leicht ausweichen, also leichter als seinem Fußgematscher hier. Was habe ich gesagt? So. Und er droppt. Naja, okay. Den zu töten war unnötig. Die anderen beiden eher. Ah, naja. Gut, damit haben wir jetzt wow. Wild Jerk. Ja. Wo ist der Finstergeist? Da ist der Finstergeist. Okay. Bist du ein Spieler? Ja, du bist ein Spieler. Gut. Ja,
Ein NPC würde sich nicht umbringen. Ein NPC würde sich definitiv nicht umbringen. Aber gut. Wir haben jetzt den Weg durch das, durch den Drachenhorst durchgeschafft. Also den eigentlichen Weg. Das heißt, ich kann euch die Abkürzung jetzt mal zeigen. Mehr oder weniger. Geht einfach nur hier hin. Und schwupps. Ernsthaft. Tolololo. Hab mich gern. Nein, das kann ich jetzt nicht bringen. Na komm. Der ist gar nicht mal so schwer. Er hält jedenfalls nicht so viel aus wie die Jungs. Ich hätte nichts sagen sollen. Doom Combo. Doom Combo ist doomig. Doom Combo ist nervig. Besser gesagt. Okay. Wollen wir uns unsere sehen? Und dann zurück zum Leuchtfeuer. Das nächste Gebiet wäre nämlich über die lange, wackelige Brücke. Schon. Oh, was sehe ich denn da? Hier drunter ist noch was versteckt. Tom. Ein glitzerndes Titanit. Und mit dem porten wir uns jetzt mal zurück zum Leuchtfeuer, weil von hier aus kommen wir wieder nicht weg. So. Und dann geht's zurück nach Mordschule. Level up machen. So, dafür muss sie sich mal erheben. Wir können einmal aufsteigen. So. Mit dem Rest könnten wir uns theoretisch Brocken kaufen, um unsere Rüstung zu verbessern. Oder wenigstens die Glocke mal auf plus 5 bringen. Das wäre auch schon mal ein Anfang. Auf plus 6. Wow. Dafür brauchen wir 3 hiervon. Und ich kann auch einen von hier kaufen. So. So, Waffe, Rüstung verstärken. Die hier wären eigentlich auch ein Fall für die Verstärkung. Und wir bräuchten noch 2 kleine. Ich habe mich nämlich um eine Zahl vertan. So, dafür gibt jetzt die Alva-Rüstung auf plus 7. Und das war's. So, das war's auch wieder mal für die Aufnahmesession. Wir sehen uns dann gleich wieder.